Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute gemeinsam die Gedanken und Gefühle deines Gegenübers auslegen. Schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das ist eine allgemeine Legung. Okay, dann fangen wir mit der Gedankenebene an, deines Gegenübers. Also, hier haben wir schon mal die Flitterwochen und dazu nehmen wir noch 3 Tarotkarten. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir schon 3 Karten. Wir haben hier einmal den Ritter der Schwerter, die 6 der Kelche und die 3 der Schwerter, die wir dann auch natürlich nochmal abklären, um da näher reinzuschauen. Dann schauen wir mal auf den Ritter der Stäbe. Da haben wir die liebevolle Frau auf die 6 der Kelche, das Gericht und auf die 3 der Schwerter. Der Engel der inneren Einkehr. Wow, also mit den Klärungskarten macht das eine ganz andere Geschichte hier. Also, dieser Mensch, der ist gerade, wenn man das mal so sagen kann, total verrückt nach dir. Irgendetwas hat er hier erkannt. Ja, er hat hier ein eigenes Issue, also ein eigenes Problem erkannt, und zwar seine Angst, ja, dass da gewisse Ängste vielleicht auch in der Vergangenheit in Bezug auf Verbindungen, auf Nähe waren. Vielleicht hast du es mit einem vergangenen Bindungsängstler zu tun. Aber dieser Mensch möchte unbedingt wieder in deine Nähe kommen. Ja, also hier sind gerade zurzeit sehr tiefe Gefühle im Spiel. Und auch, ja, dadurch, sagen wir mal, wenn er darüber nachdenkt, über euch beide, über dich nachdenkt, und da kommen eben einfach schöne Erinnerungen auch hoch. Vielleicht hat der ein oder andere von euch auch gemeinsame Kinder, muss es aber nicht. Es können wirklich auch eben so diese alten Erinnerungen sein, die hochkommen, wo jetzt auch wirklich eine Entscheidung getroffen wird. Und zwar eine Entscheidung, wirklich aktiv in die Angstlösung zu gehen. Ne, also hier hat ein Mensch, also dein Gegenüber, eine Blickwinkeländerung vorgenommen. Ja, er sortiert sich gerade komplett neu und möchte hier diese Angst vor Verletzungen, möchte er jetzt wirklich hinter sich lassen, mit dir einfach die Zeiten genießen und ganz schnell deine Nähe suchen. Ja, vielleicht hast du ihm auch wirklich ein Ultimatum gestellt, dass er jetzt wirklich auch den Druck verspürt, eine Entscheidung treffen zu müssen oder zu wollen vor allem auch. Und das habe ich hier liegen. Also dieser Mensch möchte hier mit dir tolle Zeiten verbringen. Er möchte in deine Nähe kommen, weil er eben zurzeit wirklich diese tiefen Gefühle und diese romantischen Gefühle in deine Richtung auch spürt und möchte mit dir hier einfach auch weiterhin tolle Erlebnisse haben. Ja, so wirklich wie so 2 Verliebte, die einfach auch schöne Dinge unternehmen. Lass uns mal auf der Herz gehen. Schauen. Da haben wir die Verlobung, also Flitterwochen, Verlobung, wenn das mal hier nicht bei dem einen oder anderen von euch tatsächlich zu einer Verlobung kommt, ja. Vielleicht habt ihr auch schon was geplant oder du spürst es schon. Lass uns mal schauen mit den Tarotkarten. Da haben wir einmal die 5 der Stäbe, wir haben die 10 der Stäbe, ups, und noch eine Karte. Das waren zu viele, das sind 5 Karten rausgefallen, dann mischen wir die nochmal und noch eine Karte. So, und die Königin der Stäbe. Okay, dann klären wir auch die 3 Karten nochmal ab, einfach auf die 5 der Stäbe. Da haben wir die Waage auf die 10 der Stäbe. Wow, okay, Engel der Freiheit und auf die Königin der Stäbe. Wow, okay. Es ist immer so schön, wenn man nochmal Klärungskarten nimmt, ne, weil man da einfach nochmal eine Kombination, eine tiefere Bedeutung reinbekommt. Und was ich hier wahrnehme, ist, dass entweder, ne, also auch zwischen euch beiden es Konflikte in dem Sinne gab. Also natürlich können es Konflikte gewesen sein, auch wo einfach andere Menschen reingespielt haben, aber was ich hier primär bei diesem Kartenbild wahrnehme ist, ne, wir sehen ja da oben auch diese Angstlösung, die jetzt hier gemacht werden möchte, Angst vor Herzverletzungen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mensch dadurch, dass er so ein bisschen in sich gegangen ist, sozusagen die Quelle oder die Ursache gefunden hat für dieses Problem.
Und mir scheint es tatsächlich so, dass in der Ruhe, sage ich jetzt mal, dieser Impuls bei diesen Menschen hochgekommen ist, dass da einfach aus vergangenen Erfahrungen einfach noch etwas nicht losgelassen worden ist. Ne? Das heißt, wirklich noch ein Schmerz drin gesessen hat, noch wirklich einen Konflikt habe ich da liegen. Was ich aber schön finde ist, ja, dass er jetzt hier eben sich darüber bewusst ist, auch vom Herzen her. Und wir haben hier die 10 der Stäbe mit den Engel der Freiheit, die für Loslassenergie hier steht. Und dadurch, dass dieser Mensch in sich gegangen ist und weiß, dass seine Angst das Problem vielleicht auch die ganze Zeit bei euch war, habe ich das Gefühl und er auch jetzt die Ursache gefunden hat, dass er das jetzt hier aktiv auch loslassen möchte, um wirklich den Weg frei zu machen für euch beide, ja? Denn schau mal, hier liegst du auch als Königin der Stäbe mit dem Engel des Sanftmutes, ja? Das heißt, das steht hier für Herzheilung, für Herzöffnung. Und dieser Mensch spürt ganz genau etwas, ein Schmerz muss losgelassen werden, damit das Herz heilen kann und sich wieder öffnen kann, ja, und zwar in Bezug auf dich. Und das finde ich hier super schön im Endeffekt, diese Geschichte, die hier liegt, weil dieser Mensch sich über etwas ganz Großes bewusst geworden ist, und zwar, dass der Fehler nicht im Außen liegt, sondern tatsächlich auf seiner Herzgegend gelegen hat und er jetzt sich darüber bewusst ist und aktiv auch etwas dafür tun möchte, und zwar dieses loszulassen, ja, von den Ängsten loszulassen, von altem Schmerz loszulassen, weil, wie gesagt, hier, der kann dich nicht gehen lassen, der will dich unbedingt zurückhaben oder einfach in seinem Leben haben. Lass uns mal schauen, was hier als nächstes angezeigt ist. Da haben wir sich gegenseitig kennenlernen. Oh, das finde ich super schön, ne? Da steht drauf, indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft ihr eure Verbindung. Also dieser Mensch, habe ich das Gefühl, möchte auch ganz, ganz offen und ehrlich mit dir darüber reden, was er selbst an sich erkannt hat, ja, sich auch wirklich verletzbar zeigen, um dich halt eben auch zu überzeugen, dass es vielleicht nicht wieder eine Schlaufe, eine Wiederholungsschlaufe ist, sondern dass es diesmal anders gemeint ist, ernster gemeint ist von diesem Menschen. Lass uns mal 3 Tarotkarten nehmen, die 6 der Münzen, die 4 der Schwerter. Da haben wir noch 2 Karten bekommen, das Ass der Kelche und die 4 der Münzen. Okay, dann klären wir auch nochmal die 4 Karten ab. Es wollten 4 Karten raus. Also auf die 6 der Münzen, da haben wir die langsamen Nachrichten. Auf die 4 der Schwerter, da haben wir 2, die schnellen Nachrichten und der Skeptiker. Okay. Also schnell und langsame Nachrichten. Schauen wir mal auf das Ass der Kelche, die Kartenlegerin. Okay, da machen wir nochmal eine Erklärungskarte auf das Ass der Kelche. Der liebevolle Mann und auf die 4 der Münzen und der feurige Mann. Okay, also das ist super interessant, ja. Jetzt mit dieser ganzen hier Kombination. Also definitiv, dieser Mensch ist schon auf dem Weg zu dir, ja, und sagen wir es mal so, wir haben hier die langsam und die schnellen Nachrichten liegen. Das kann jetzt hier wirklich für viele von euch bedeuten, raus aus dem Stillstand und rein in die Aktivität, ne? Weil hier haben wir den Stillstand, hier die Aktivität, und dass hier jemand sozusagen auch aus seinem Schneckenloch wieder rauskommt, ja, und genau, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, da muss man dann einfach so schauen, wie sich dann dieses Gespräch entwickeln wird, ne? Weil vielleicht ist das dann auch so ein Mensch, also der hat vieles erkannt und weiß jetzt auch, wo das Problem liegt, und es kann aber auch wirklich dann sein, dass dieser Mensch dann schon wieder ein bisschen misstrauisch ist, dann, aber es ist, ich meine, wenn so Ängste ganz tief drinne sitzen, dann ist es auch sehr leicht, nochmal getriggert zu werden. Ja, das ist immer sehr schwer, das dann wirklich von komplett loszulassen. Da muss man dann immer wieder Beweise finden, dass man keine Angst haben muss vor der Angst sozusagen. Ja, deshalb ist es sehr spannend, wie sich dann bei euch diese Dynamik in das Gespräch einschleichen wird. Was wir hier aber auf jeden Fall liegen haben, ist, dass dieser Mensch, guck mal, als liebevoller Mann mit dem Ass der Kelche, dir
definitiv seine Gefühle offenbaren möchte. Ja, also der möchte definitiv mit dir vielleicht sogar in ein Restaurant gehen, ja, in eine Bar oder überrascht dich gleich mit einem Blumenstrauß vor deiner Haustür und möchte mit dir wirklich oder sagen wir mal sein tiefstes Inneres einfach jetzt enthüllen und dir wirklich auch sagen, was Sache ist, was in ihm vorgeht, ne? Entschuldigung. Das nämlich hier auf jeden Fall war. Vielleicht hat dieser Mensch auch einen Berater aufgesucht, ja, das, weil die Kartenlegerin muss ja jetzt keine Kartenlegerin sein, es kann auch ein Psychologe beispielsweise sein oder egal was für ein Berater, wo er einfach auch diesen Ratschlag bekommen hat, hier, jetzt schau doch mal, alles ist doch gut, du musst dir keine Sorgen machen, vielleicht hast du dessen deswegen Angst, ja, dass er da auch nochmal Unterstützung bekommen hat, um auf den richtigen Pfad zu kommen. Na, auf jeden Fall möchte dieser Mensch mit dir definitiv Dinge unternehmen. Er ist so wieder, das Feuer in ihm ist wieder entfacht, ja, weil dieser Mensch tatsächlich nicht bei dir loslassen kann. Der hält sowas von an dir fest und er ist gerade so motiviert, das Ding wieder zum Laufen zu bringen. Auch wie gesagt, hier der Skeptiker liegt, das kann sein, dass dann wieder mal zwischendurch ein bisschen Misstrauen hochkommt, aber da ist es dann ganz, ganz wichtig, ne, weil wir hier auch von Energien sprechen, versuch du in deinem Vertrauen zu bleiben mit dir und deinem Universum und selbst wenn dieser Mensch misstrauisch werden sollte, dann nimm das nicht an, ja, dann lass es bei ihm und nimm das nicht zu dir, nicht, dass du auch noch misstrauisch wirst, sondern sei mit dir in dem Universum verbunden, weil so kann man am besten Misstrauen auflösen und Vertrauen tatsächlich auch aufbauen, genau. Dann lass uns noch eine Liebesbotschaft zum Abschluss ziehen, da haben wir schon eine, sexuelle Vereinigung. Ja, vielleicht ist es tatsächlich dann so, ne, dass dann wirklich der Knoten da nochmal zum Platzen gebracht wird, dass man da, wenn dann dieser Moment kommt, dass man dann wirklich nochmal diese Verbindung spürt oder die dann dadurch auch nochmal extremst gestärkt wird, ja, genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann macht's gut. Tschüss.